Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute schauen wir mal, was um 3 Uhr nachts beim Multilab-Server so gibt. Ich muss leise sprechen, weil meine ganze Familie schläft und ihr wisst Bescheid. Also es sind 90 Leute drauf. Es ist gerade 20.58 Uhr. Okay, wir sind jetzt auf dem Server und es ist 2.59 Uhr. Ich kann mal auf die Ingame-Liste schauen. Die Lobby ist schon voll. Also es gibt noch ein paar Leute um 3 Uhr nachts. Und der Server ist noch um 3 Uhr nachts offen. Also wir schauen mal, was um 3 Uhr nachts passiert. So, es ist jetzt 3 Uhr nachts. Und mal sehen, was passiert. Naja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen umschauen. Okay, da sind zwei Leute am Baum. Mal sehen, was die so machen. Die haben ein Date. Das ist cool. Wir schauen mal, was in den Modis so abgeht. Dafür gehen wir zu Bed Wars. Und hier sind auf jeden Fall drei Leute. Also die Runden sind relativ leer, also wozu sollte man um 3 Uhr nachts hier spielen? Also, ja. Und bei Aura ist niemand. Was wir hier auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass um 3 Uhr nachts nur Bed Wars gespielt wird. Außer es gibt welche bei Mario Party. Und in Mario Party ist auch niemand. Also um 3 Uhr nachts sind nur drei Leute bei Bed Wars. Es tut sich etwas, aber nicht allzu viel. Und jetzt zum Abschluss kaufe ich mir noch zweimal Partikelschuhe, nämlich einmal die Flammen. Gebt euch, wie das aussieht. Leute, gebt euch das. Yo. Guckt, Alter, das ist richtig. Das ist jetzt mal richtig geil. Das muss man schon lassen. Ja. Und wir kaufen uns gleich noch ein paar. Da auch die Regenbogenpartikel. Kaufe ich mir natürlich. Ja, das sieht jetzt nicht so geil aus. Da nehmen wir lieber die Feuer. Das sieht doch mal geil aus. So, um 3 Uhr nachts schaltet also Rick's Place die Feuerpartikel frei. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst mich nicht auf Twitter zu abonnieren und ein Like da zu lassen und auch hier zu abonnieren. Auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, ja. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren Bescheid wissen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.